Hi and welcome to the 4th annual Bat House Challenge 2016 on YouTube from Brian Gidney. Hi Brian, thank you very much for this great challenge and I hope you like it. This is my entry. Hi Leute, der Brian Gidney hat zur Bat House Challenge 2016 aufgerufen und ich bin ihm da gerne gefolgt. Und das hier ist dabei rausgekommen. Ich habe ein Futterhäuschen gebaut. Kann man in das Vogelfutter reinfüllen und hier kann man einen Apfel reinhängen oder einen Eisenknödel. So, das Besondere an meinem Vogelhaus ist, dass man es umbauen kann zu einem Nistkasten. Wenn jetzt der Winter rum ist und die Vögel wieder ihr Ding machen, können sie schön hier ihre Eier drin ausbrüten. So, ich werde jetzt noch ein bisschen Farbe an das Teil machen und ihr könnt euch schon mal ansehen, wie ich das Teil gebaut habe. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Feiertag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ich habe mir im Bauhaus eine Fischleimholzplatte gekauft. Die hat 1,20 m auf 40 cm. Die schneide ich erstmal in 4 gleiche Teile. Und dann werden sie aufeinander gelandet. Ich habe mir vorgenommen, das Vogelhaus aus einem ganzen Block zu schneiden. Meine Tochter hat sich dieses Vogelhaus gewünscht gehabt und da habe ich zu ihr gesagt, sie kann es auch designen, wenn sie mag. Es soll bloß auf ein DIN A3 Blatt passen, das war die einzigste Bedingung. Es ist wirklich ein total krasses Gefühl, so ein Vogelhäuschen aus dem Vollen herauszuschneiden, also sowas habe ich auch noch nie gemacht. Der Nachteil ist, man muss tierisch aufpassen, dass man sich nicht verschneidet, weil dann fängt man wieder ganz von vorne an. An zwei Stellen muss ich die Ränder durchtrennen, das geht bei einer Bandsäge nicht anders. Ich habe mir zwei gute Stellen ausgesucht, die ich später dann wieder sehr gut verleimen kann. Der Nistkasten ist hauptsächlich für Blaumeisen und Haubenmeisen gedacht. Von den kleinen Vögelchen haben wir die meisten im Garten und die sind auch ziemlich zutraulich. Die Aufhängehöhe von unserem Nistkasten ist irgendwo zwischen 1,5 Meter und 3,5 Meter. Das Einflugloch hat zwischen 26 und 28 cm bei diesen Tieren. Die besten Maße für so einen Nistkasten sind Breite 140 mm, Tiefe 140 mm und Höhe 250 mm. Die Blaumeise fängt Mitte April mit dem Eierlegen an und die Haubenmeise Ende März, Anfang April. Ich habe meinen Nistkasten wie eine Schublade von einer Bandsägebox gebaut und jetzt werden die drei Teile zusammengelangt.
Abschleifen ist natürlich schon auch nicht so einfach, wenn das Vogelhaus aus einem Stück besteht. Und die Wände richtig gerade zu schneiden, so frei Hand, ist auch nicht gerade einfach. Aber es hat unheimlich Spaß gemacht, das Ding aus dem Vollen rauszusägen. So, hier sieht man schön den Nistkasten, das müsste lang für so ein kleines Mäuschen. Aus dem Holz, das ich aus dem Block rausgeschnitten habe, schneide ich mir jetzt die Ziegel für mein Dach und mache sie gerade mit dem Nagler fest. Das geht ruckzuck. Hier habe ich mal was Neues ausprobiert, und zwar habe ich hier an meinem Stativ zwei Kameras auf einmal. Das linke Bild, was ihr seht, ist mein iPad und das rechte Bild mein iPhone. Es ist gar nicht so einfach, das total synchron dann einzuspielen. So, das Vogelhäuschen soll noch einen kleinen Gartenzaun davor haben, damit es schön idyllisch aussieht. Die Zaunpfähle habe ich mir schon ausgeschnitten und schleife sie hier gerade noch mit dem Bandschleifer ab. Dann werden sie einfach mit Heißkleber mit der Zaun zusammengeklebt. Ich habe mir erst überlegt, ob ich es einölen soll oder anstreichen. Meine Freunde bei Instagram haben mir gesagt, ich soll es auch in den AOK-Farben lackieren, und so habe ich das dann auch gemacht. Das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss, euer AOK.